Wir gehen zu Thomas Kurzhals. Das ist nicht nur ein großer Keyboarder, sondern auch das Mastermind hinter Sternmeißen. Später war er auch bei Karat. Er starb vor 60, nein, er ist geboren und starb vor 10 Jahren. Das wollte ich damit sagen, mit 60 Jahren, so rum. Also, aber ganz sicher viel zu früh. Dem Bergbau sei Dank. Vater Kurzhals, Bäcker und Kraftfahrer, ist beim Schalmeien-Orchester der Wismut in Ronneburg, dem Geburtsort von Sohn Thomas. Der kommt so zur Musik, lernt mit 8 Akkordeon, steigt später aufs Klavier um. Mit 12 spielt er schon bei Vereinsfesten auf, Berufswunsch offenbar Musiker. Dazu braucht's in der DDR eine solide Ausbildung. Also ich habe 1970 mit einem Musikstudium in Dresden angefangen, speziell Jazz und Tanz und Unterhaltungsmusik, wie das damals hieß, bei Günter Hörig, und bin dann 1973 zur Sternkompo Meißen gekommen. Vorher hatte ich während des Studiums noch bei 2 Amateurkapellen, Freiberg und in Dresden, gespielt. Was muss ich tun, dass ich bestehe, bis zum harten Zeitgericht? Die Sternkombo ist damals schon eine Größe in den Sälen der DDR. Weil wir viele Fans hatten, die also zu uns kamen. Teilweise waren die Säle, hatten nur Fassungsvermögen von 600 Mann und 1500 waren drin. Fast folgerichtig ist das erste Album, die erste LP, 1977 ein Konzertmitschnitt. Dabei auch schon 3 Kurzhals-Kompositionen. In den 1970er Jahren ist die Sternkombo vor allem für ihre Klassik-Adaptionen bekannt. Und damit im Osten für die Fans auch ein Pendant zu damals unerreichbaren Westgruppen. Auch dank der Kompositionen und Arrangements von Kurzhals emanzipiert sich die Band von den Vorbildern. Wir haben ja fast alles von Emerson, Lake & Palmer nachgespielt. Und dann irgendwann haben wir gesagt, Mensch, jetzt müssen wir mal versuchen, wir müssen da auch sowas auf die Beine stellen. Die Band hört sich um bei Mussorgsky, Vivaldi oder Sibelius. Dessen sinfonische Finlandia-Dichtung adaptiert Kurzhals für die Sternkombo. Er komponiert zudem einen Großteil der eigenen, suitenartigen Werke wie Reise zum Mittelpunkt des Menschen oder Weißes Gold über die Erfindung des Meißner Porzellans. Live gespielt sind die komplexen Werke eine Herausforderung. Kurzhals steht mit flinken Fingern hinter beeindruckenden Synthesizer- und Keyboard-Ansammlungen, die man in der DDR kaum irgendwo sonst sieht. Mehrfach wird er zum Keyboarder des Jahres gewählt. Du, glaube kein Wort, glaub nichts von dem, was man so spricht. Kurzhals wächst zum musikalischen Kopf der Sternkombo. Doch Anfang der 1980er Jahre wechselt die Band Konzept und Stil und in der Folge auch Musiker. Ralf-Heinz Schmidt alias IC Falkenberg kommt als Sänger. Das spielt auf jeden Fall mit einer Rolle, dass einfach mal damals auch die Grooves anders wurden und die Titel anders, die wurden eben halt kürzer. Und ja, man hat eben gemerkt, dass eben die Leute doch eine andere Hörerwartung hatten und demzufolge muss man sich als Musikant anpassen. Kurzhals liefert noch Schlüsselsongs zur Neuorientierung wie diesen. Doch dann wechselt er nach 11 Jahren bei Sternmeißen zu Karat. Hab den Mond mit der Hand berührt, als die Erde schlief. Mit Karat erlebt Kurzhals das Ende der DDR, den Mauerfall und den Absturz vieler Bands aus dem Osten. 1992 dann steigt Kurzhals aus. Er will Bandarbeit und Tourleben aufgeben, hat sich ein Tonstudio aufgebaut. Dann habe eigentlich mich völlig umorientiert erstmal, habe also sozusagen meine Spots gemacht und habe mir Sprecher besorgt und mich einfach mal reingefitzt in die ganze Sache. Aber ab Mitte der 90er Jahre kehrt er doch zurück zur alten Liebe, Sternmeißen. Eine Beziehung mit weiteren Unterbrechungen und neuen Plänen. Waldesstille, trag mich weit. Doch Thomas Kurzhals bleibt nicht mehr viel Zeit. Er ist krank und stirbt Anfang Januar 2014 in Glauchau, kurz nach seinem 60. Geburtstag.
Seine Beerdigung wird zum Klassentreffen der Ost-Rock- und Pop-Szene.